Aber für die erste Kollektion schon sehr stabil. Die beste Marke in Deutschland. Brandchecks ausgewertet. Platz 1 bis 10 plus Tierlist. Wir haben mittlerweile die vierte Kollektion. Und jetzt kommt Tabula Rasa, wird die fünfte. Und die sechste wird dann echt was werden, Freunde. Wo ich genau diese Linie, die ich jetzt fahre, einhalte. Wo ich einfach für Individualität sorgen möchte. Wo jedes Piece weiterhin ausdrucksstark sein wird. Auch von der Storyline und vom Design her. Aber wo ich einfach ganz neue Produkte schaffe, die es so noch nicht gegeben hat. Und nicht einfach so Dinge nachgehen. Wisst ihr, was ich meine? Okay, Freunde, dann würde ich sagen, wir starten direkt rein. Let's go. Meine lieben Freunde, der auf WM-Finale 2006... Dior. ...angelehnten Unterhaltung. War 2006 eine WM? Ja. Ja? Und was, wo war die 2006? In Rosa, Deutschland. Deutschland, oder? Ehrlich? Hat Willi was auf den Zähnen? Alter, geil. Wer hat die gewonnen eigentlich? Deutschland nicht? Nee? Oh. Ja. Er hat voll viel Ahnung vom Fußball, genau wie ich. Gut, von Fußball habe ich keine Ahnung. Merkt man gar nicht, Bro. Wir sitzen natürlich hier die zwei Fashion-Ikonen. Ich habe jetzt keine Scheiße erzählt, Alter. Nee, jetzt müsst ihr hinhauen. Ich habe es kurz nochmal belegt. Und wir haben uns gedacht, dass wir, wir haben es ungefähr 80 Mal angekündigt, jetzt ist es endlich soweit. Wir gehen jetzt... Ich sitze nicht mittig, das nervt mich. Jetzt, oder? Und dunkel ist bei mir auch. Oder? Oder bilde ich mir das heute einfach ein, dass dunkel ist? Irgendwas haut nicht hin heute. Ich bin schon dunkel, Chat. Bin ich dunkel? Oder bin ich hell? Ich bin nicht hell. Nee, passt so. Nein, ist dunkel. Danke, sage ich ja. Jetzt mal richtig deep rein ins Ranking der deutschen Streetwear-Brands, die wir uns hier im Brandcheck angeguckt haben. Nachdem hier wirklich harsche Kritik geübt wurde, haben wir gedacht, okay, wir setzen noch einen drauf, werten mal alle Brandchecks aus, zählen die Punkte zusammen, machen ein Ranking und hängen da dann nochmal eine subjektivere Tierliste drauf. Hast du irgendwelche Wünsche? Ich habe gar keine Einschätzung, wo ich bin. Ich glaube nicht, dass ich unter den... Also, wo M&M ist. Ja, M&M ist so stark mit mir verwoben, dass ich da einfach schon ich sage. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich nicht unter den Top 3 bin, weil sie wirklich gar keine Fans von den Designs waren. Welche Anregungen willst du was sagen? Wunschlos glücklich. Ja, dann... Ich lass mich einfach treiben. Okay, dann ja, kannst du dich entspannen. Ich habe hier... Die Auswertung. Eine schöne Liste vorbereitet für uns. Und zwar fangen wir jetzt einfach mal damit an, dass wir 10 Marken, die hier in diesem deutschen... Was war das? Fangen wir jetzt einfach mal damit an, dass wir 10 Marken, die hier in diesem deutschen YouTube-Influencer-Kosmos stattfinden, uns rausgepickt haben und da die Punkte zusammen... Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. ...gezählt haben und jetzt erstmal sagen können, wer von den Punkten her die beste Marke ist. Du weißt überhaupt gar nicht, was dich erwartet. Aber ich lese es dir vor und du kannst ja top vorbereitet. Du kannst also einfach reacten darauf. Okay, also du liest jetzt vor, was statistisch gesehen die beste Brand. Boah, ich liebe die Zeichen. Genau. Von unserem Brandchecks gesehen. Okay. Genau. Aber mach bitte von unten nach oben. Von unten nach oben. Wir fangen an auf dem 10. Platz mit sage und schreibe 20,5 erreichten Punkten von möglichen 30 von uns beiden. Oh. Ja, aber 20 ist so befriedigend, oder? So Dreier. La Cala. Geil. Die Jungs haben es leider nur auf den 10. Platz geschafft. Auf Platz 9 kommt aus Köln, glaube ich, von Nick Müller und ja, okay, Enemy Earth mit 21 Punkten. Naja. Okay. Schön. Dann haben wir auf dem 8. Platz sehr veralteter Datensatz. Tatsächlich der älteste Datensatz und jetzt ärgert. Er ist so aufgeregt. Wer jetzt? Ich? Ein bisschen schon. Ein bisschen schon. Aber ich weiß halt, dass die Designs gar nicht ihr Vibe waren. Vielleicht, dass wir die neue Kollektion noch nicht hier hatten. Patrick Spector mit ADR auf dem 8. Wirklich? Das hätte ich nicht gedacht. Okay. Vielleicht auch auf einem anderen Platz sein können. Ist aber nochmal an dieser Stelle, Disclaimer, ist von der Midnight-Kollektion noch gewesen. Von daher, ja. Denke ich mal, jetzt mit der neuen Kollektion hätte es 100 pro 1 bis 1,5 Punkte mehr auf den Style gegeben von mir und dann wäre der Mann nämlich auch schon laut dem Ranking hier unter den Top 4 auf jeden Fall gewesen. Kommt vielleicht auch noch. Auf Platz 7 haben wir aus Wien Maximilian mit Mam Vienna. Ja, da war M.A.M., Brudi. Da war vor allem Qualität, ne? Das war Qualität. Bombe. Und Style war auf jeden Fall, war nüscht. Madison auf Platz 6.
mit Madison auf Platz 6 mit 23 Punkten. Guck an. Auf Platz 5, also genau die Mitte, deckt unser Bruder Robert Friedrichs ab mit Unwayne Studi. Gratuliere zu Robert, an Robert Friedrichs. Da bin ich auch gespannt, Alter. 1,5 Punkte, sehr gespannt, was da noch kommt. Ja. Auf Platz 4, und jetzt kommen nämlich die Schwergewichte, haben wir 6PM vom lieben Ashraf, auch mit 23,5 Punkten. Also Unwayne und 6PM haben... Alles sehr knapp aneinander. Dieses selbe Ranking, das heißt, also das ist Platz 5 und 4, teilen die sich irgendwie so ein bisschen. Auf Platz 3 haben wir Lowlight Studios mit 24 Punkten. Sehr schön. Auf Platz 2 haben wir laut unseren Punkten Peso mit... Und wer ist Platz 1? 24,5 Punkten. Ja, tatsächlich. Und auf Platz 1 haben wir Love Scars von Jana Nell. Ah, Janas Brand. Tatsächlich, okay. Mit der ersten Kollektion gleich mal auf Platz 1. So ein bisschen Loredana und Kapital-Vibe. Mit 25,5 Punkten. Die einzige Frau hier in der Liste. Und die hat total abgerissen. Jungs, we have a queen. Herzlichen Applaus hier an der Stelle auf jeden Fall. Shoutout an dich, Jana. Shoutout an Jana. Ganz viel Liebe. Nein, man könnte uns ja jetzt unterstellen, wir bevorzugen die einzige Frau in diesem Kosmos. Aber es war tatsächlich, ihr könnt selber nochmal nachgucken, unsere ehrliche Bewertung. Und spricht ja auch irgendwo für sich, wenn man beim ersten Drop schon so einen Eindruck hinterlässt, dass man so eine gute Bewertung bekommt, würde ich sagen. Auch, ne? Ich denke auch. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass wir ja auch gemerkt haben, dass diese Liste so medium repräsentativ. Also, ganz klar, Freunde. Platz 7, da ist noch viel Luft nach oben. Das heißt, wir sind jetzt mit der dritten Kollektion, so von den Designs war nicht so deren Vibe. Das heißt, wir haben noch viel Platz nach oben und umso mehr geben wir Gas, oder? Würde ich sagen. Tief ist, was die Punkte angeht. Wir haben hier teilweise veraltete Kollektionen mit drin. Und dann ist es ja auch so, dass sich ja immer wieder neue Standards setzen. Also zum Beispiel war vor Maximilian Vested der mit der besten Qualität. Da haben wir damals eine 5 von 5 gegeben. Dann kam Maximilian mit einer 5 von 5. Das heißt, es wäre jetzt bei Vested wahrscheinlich im direkten Vergleich nur noch eine 4,5 oder eine 4 von 5. Die Maßstäbe haben sich halt einfach verschoben so ein bisschen. Die Maßstäbe haben... Okay, Freunde, wir haben neue Maßstäbe mit der Qualität gesetzt. Die haben sich verschoben, weswegen wir uns gedacht haben, beliebtes Format mittlerweile. Wir gehen nochmal rein in die Tierlist, nehmen jetzt diese Top 10 Brands, teilen die nochmal durch 2, damit wir uns auch ein bisschen Zeit nehmen können und das ganze Thema hier maximal und noch mehr Geld verdienen. Noch mehr Geld. Wir machen genau, also absurden Cash. Die Brandchecks, wir haben eigentlich auch nur Brandchecks gemacht, damit wir jetzt... Die verdienen null Cash mit dem Brand. Checks. Ihr müsst euch vorstellen, ich meine, ihr müsst euch vorstellen, die machen zwar Geld so mit dem, was wird das haben, 30.000 Views, so um den Dreh machen die immer, ich sag, die verdienen mit einem Video so knapp 200 Euro, aber die müssen Mitarbeiter bezahlen ohne Ende. Schaut mal, was das für ein Aufwand ist. Also im Großen und Ganzen machen die safe nochmal Minus, weil die da wirklich viel Geld reinvestieren und sich nichts drum kaufen oder so. Millionen cashen, Alter. Das und so. Mit diesem Video. Ja, genau. Das ist jetzt auch unser letztes Video ever, diese Tierlist, und danach sind wir durchfinanziert. Vince hat sich gestern sein Bentley bestellt. Ich bestelle mir heute noch einen Ferrari und dann ist durch der Lachs. Dann ist durch der Lachs, dann wird aber wirklich, ist hier Rio. Aber bevor das Ganze passiert, will ich sie nochmal hart performen. Wir haben uns gedacht, komm, wir teilen das durch 2. Und zwar machen wir das so, dass wir die ungeraden Plätze nehmen und eine Tierliste draus machen. Und dann im Video danach machen wir die geraden Plätze. Die Kooperationen regeln wahrscheinlich alles. Die machen keine Kooperationen mit Brands. Das wird nicht gesponsert, sonst könnten die ja nicht objektiv und unparteiisch sein. Und ich würde sagen, wir quatschen hier gar nicht lange rum. Warte mal, das musst du mir jetzt noch mal kurz erklären. Ungerade Plätze heißt? Ungerade Plätze. Also wir heißt nehmen die Brands, die 3, auf die 5, 7 und 9. Und im Part 2 machen wir 2, 4, 6, 8 und 10. Alles klar. Und würde ich sagen, starten wir jetzt auch einfach direkt rein mit unserer Tierliste. Kleine Anmerkung noch zur Tierliste. Geht diesmal nur von S, also Top Notch, bis D. Ja, weil also E und F ist irgendwie erstens immer so ein bisschen Disrespect und wird hier nicht passieren. Also wir haben ja auch nach Schulnoten, ja, konnten wir leider keine 1 geben, das ist nicht. Aber ich bin zufrieden, weil man merkt, das ist ein sehr starkes Mittelfeld. Wir haben viele 2en, viele 3en, fast keine 4en. Wie mein Zeugnis in der dritten Klasse, Alter. Genau. Beste Leben. Da wollte, wo ich noch halbwegs gut war und dann ging es bergab. Ja, dann ging es bergab. Ich hatte einmal, ich weiß nicht in welcher Klasse das war, einen guten Erfolg mit lauter 1en und 2en und dann immer gedacht, nice, Halbjahreszeugnis geregelt, ich muss das ganze restliche Jahr nichts mehr machen, weil ich bin überall schon auf einer 2 und kann nicht mehr auf einer 4 abrutschen. Habe das restliche halbe Jahr nichts gemacht und habe dann aufgehört mit 8 Vierern.
Und ich bin heute noch stolz drauf, das müsst ihr euch mal vorstellen. So ein Idiot eigentlich, aber ich finde es immer noch funny. Same, same. Würde ich sagen, starten wir hier einfach direkt mal rein mit der ersten. Ich glaube, das war siebte Klasse oder so. AKA der letzten Brand der ungeraden Zahl. Oder sechste, war kein Plan mehr. Enemy Earth. Willst du anfangen oder ich anfangen? Ja, ich fange an. Und ehrlich gesagt weiß ich selber gar nicht mehr, warum das erste ja so gut ging. Ich habe auf einmal aufgepasst. Ah nein, das war noch so einfach. Ich kam von einer Unterstufe, die anscheinend schon extrem anspruchsvoll war. Und dann im Miller-G hatte ich plötzlich lauter Einser in der Unterstufe. Ich habe mir gedacht, okay, die holen jetzt wirklich alle Hauptschüler und Gymnasiasten auf den untersten Stand, damit es ab da weitergeht. Fünfte, sechste ohne Probleme, siebte ist dann schwieriger geworden. Aber alles geschafft. Also willst du jetzt nochmal von mir eine krank emotionale Rede haben dazu oder willst du einfach so kurz und knapp zusammengefasst, wo ich die sehe und warum? Und wo du dich danach fühlst. Okay, also ich bin nach wie vor Fan von Enemy Earth, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass es eine Brand ist, die sehr viel Potenzial hat und auch sehr, sehr geile Designs, die man halt wirklich nicht everyday sieht. Ist natürlich sehr laut alles, aber du hast jetzt auch bei den letzten Drops, die jetzt nach dem kamen. Haben wir leider, ich habe keinen Plan von Enemy Earth tatsächlich. Den wir bewertet haben, gemerkt, dass da auch nochmal neu gedacht wird und ich bin auf jeden Fall auch drauf und dran, mir da nochmal was zu ordern und zu checken, ob sich die Qualität dann nochmal nach oben gesteigert hat. Long story short, ich sehe, jetzt muss ich gerade mal gucken, Buchstaben ist nicht so meins, genau. Ich sehe Enemy Earth auf einer C tatsächlich. Ja. Und ja, genau, das ist mein Input dazu. Ja, da würde ich mich tatsächlich bei dir mehr oder weniger anschließen. Ich bin fast, aber C kommt schon ungefähr hin. Also was du ja auch schon angesprochen hast. C und B halt, weil ich bin halt großer Fan der Designs, aber es gab ja nun mal diese Mängel, die wir angesprochen haben, so, was halt nicht so toll war und das hat es mir dann so ein bisschen madig gemacht. Ja, aber... Nee, jetzt hast du es gesagt, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus, das ist eine C. Genau. Ich würde Enemy Earth wahrscheinlich an der Stelle hier auch einfach auf eine C packen. Mhm. Ich bin komplett bei dir, die Designs sind sehr nice. Ich finde auch so diese ganze Brand-Appearance, die die haben, ist super stabil. Kreative Leute halt. Kreative Leute, aber irgendwie war das mit dieser ganzen Qualität nicht so nice. Diese Yellow from the Egg. Not the Yellow from the Egg, deswegen hier an der Stelle eine C. Würde ich sagen, starten wir direkt weiter durch mit MAM zu dem MAM Bro. Vienna. Merken wir uns das? Ah ja. Ja, ich kann das hier verschieben, mein Freund. Ah ja. Das hast aber. Nee, ich mach gar nichts. Hier. Du bist dran, okay. Du kannst erzählen. MAM Vienna oder MAM Vienna. Jawohl. Naja. Von dem guten Maximilian aus Österreich. Eine Brand, die wir ja auch hatten und auf der einen Seite krass geflasht waren von der Qualität, auf der anderen Seite styletechnisch natürlich eher ein bisschen schwieriger und geschmacksrelevant auf jeden Fall. Alles in allem aber auf jeden Fall einen guten Job, den der Max da macht und Erfolg spricht ja auch für sich. Trotzdem die Teile wirklich gut pricey sind auf jeden Fall, sehe ich tatsächlich trotzdem ähnlich wie Enemy Earth. Weil die Designs nicht so deren Fall war. Also ist ja vollkommen legitim. Kann man auch zwischen zwei Buchstaben machen oder muss ich wirklich? Nee, du musst wirklich einfach einen auswählen und dann ist es so. Okay, dann bin ich bei B. Dann bist du bei B. B. Okay. Ja. Ja, weil einfach, ich finde einfach, die Qualität ist so ein wichtiger Faktor und dann kann ich auch mal über Designs, die mir nicht gefallen, mehr hinwegsehen und das ist da halt auf jeden Fall gegeben. Trotzdem ist halt Price. Ja, bin gespannt. Kommt ja noch einiges. Vielleicht sind die dann nochmal mehr d'accord mit den Designs. Sie ist, aber ich finde es gerechtfertigt. Wir haben ja gerade erst 70% der Designs fertig gemacht für MAM Erotica und wird nochmal ein Level Up auf jeden Fall. Schön, mir fehlt da tatsächlich noch so ein bisschen eben das, was du angesprochen hast, dass das Design der Qualität irgendwie auch gerecht wird, beziehungsweise das. Für die dann Tabula Rasa. Naja, Tabula Rasa gibt es nicht wirklich ein Design in dem Sinne, sondern du hast außen halt clean, blank und dann kannst du es Inside Out machen und dann hast du so ein schlichtes MAM Logo. Ansonsten ist alles ohne Designs. Dass es da so ein bisschen nachzieht. Stylist ist MAM sehr ausgefallen und mutig. Safe, es ist halt was ganz anderes. Ich finde, es ist irgendwie noch zu, auch in der Produktrange ist es mir noch ein bisschen zu mager. Wir haben T-Shirts, wir haben Hoodies. Ich glaube, es gab ja dann auch mal eine Hose und so. Ja, vollkommen legitime Kritik. Aber irgendwie jetzt wirklich nicht besonders viel. Ja, schmeiß. Und dementsprechend ist es bei mir im Moment auf jeden Fall MAM Vienna
Leider nur eine C geworden, aber ich denke, da sind wir gespannt, was da in Zukunft... Erotica ballert dann gut, da bin ich ziemlich sicher, ja. Vor allem auch die Produktrange, die Sie angesprochen haben. Wir haben ja auch viele Produkte, die man so noch nicht gesehen hat, also da bin ich mal ziemlich sicher. Noch kommt. Meine Liste sagt mir, dass wir jetzt bei Unvain Studios sind. Mhm. Ja, da tue ich mich so ein bisschen schwer, jetzt nicht, weil ich es scheiße finde, sondern einfach, weil wir halt bisher ja nur in Anführungszeichen einen Brandcheck gemacht haben und das waren ja mehr oder weniger nur Blanks. Deswegen weiß ich nicht, was da so passiert, wenn es jetzt um Themenkollektionen geht mit Motiven. Mhm. Freunde, ganz viele Ehrenmänner ohne Subs unterwegs. Freunde, Sub rein, Ausrufezeichen Sub in den Chat, werde Teil der Army und Ausrufezeichen Prime, kann man gratis haben übrigens. Gell? Ist ja aber auch jetzt nicht so schlimm, trotzdem stabiles Ding vom Robert. Da merkst du auch, dass der viel reingesteckt wird an Kreativität. Finde die Kritik von denen sehr gut, ehrlich und auch berechtigt. Sehe ich ganz genauso. Kreativität und Zeit und Liebe. Und der auch, wie gesagt, die Bildsprache dort und auch wie das Ganze mit diesem Mosaik aufgebaut hat, richtig nice. Also sehe ich tatsächlich auch auf einer B. Weil ich glaube halt, die Sachen, die da als nächstes kommen werden, werden geil. Das ist so mein Gefühl. Siehst du auch auf einer B. Ja. Das finde ich absolut nachvollziehbar. Ich denke auch, dass die Sachen, die da kommen werden, geil werden. Ja. Die Sachen, die bis jetzt da waren, waren auf jeden Fall stabil. Fand ich auch nicht schlecht. Aber wirklich sehr, sehr simpel. Es war eine sehr stabile Qualität, wenn ich mich daran erinnere. Ja. Aber ansonsten halt so aus dieser Designperspektive jetzt nicht so ultra, ultra krass. Und würde jetzt für den Drop, den wir uns angeguckt haben, das liebe Unvain Studios tatsächlich auch noch mit auf eine C setzen. Einfach, ja. Weil es mir da noch so ein bisschen fehlt an... an Substanz irgendwie. Ja. Ich finde das Logo auch ganz cool von Unvain. Kann ich verstehen. Also es steht ja auch noch relativ am Anfang. Deswegen vielleicht in 2-3 Jahren, wenn wir hier sitzen, dann sieht das halt auch alles anders aus. Ich denke auch. Also ich meine, der Ansatz von ihm war ja auch zu sagen, dass da in Zukunft auf jeden Fall trotzdem sich und von Logos... Er nimmt sich Zeit. Das ist auch schön, dass da auf Logos verzichtet wird oder nicht so fette Prints jedenfalls und da mehr über den Schnitt gegangen wird. Und ich bin auf jeden Fall hyped, was da noch kommt. So, dann haben wir auf der 3 haben wir Lowlights und mir fällt gerade ein, Digga, dass wir eigentlich noch viel mehr haben. Und zwar haben wir Trend Vision und Trend Vision habe ich einfach komplett vergessen hier. Die sind nämlich ganz oben mit 23 von 30 Punkten. Das heißt, die wären hier mit Madison irgendwo auf Platz 6 oder 7. Ja, dann merken wir uns das vor und nehmen die mit rein. Du hast dann ja hier das Logo mit am Start. Nehmen wir die mit rein. Oder? Shoutouts habe ich hier mit am Start ja. An die Jungs von Trend Vision. Ihr wärt mit Madison zusammen Platz 6. Geteilter Platz 6. Geteilter Gratulation. Platz 6 an der Stelle. Dann gut, würde ich sagen, machen wir die jetzt aber einfach gleich. Weil Trend haben. Vision? Trend Vision, okay. Ja. Das heißt, Was sagst du zu Trend Vision? Was wäre da deine Bewertung auf unserer Tierliste? Also, jetzt muss ich überlegen. Wir hatten es ja erst kürzlich so also, und da ist ja auch so der Name so ein bisschen Programm noch. Das haben wir auch festgestellt, dass da auf jeden Fall neue Ansätze durchdacht werden so, und neue Produkte in den Raum geworfen wurden, aber die trotzdem auch irgendwie sehr trendbasiert sind. All in all sehe ich Trend Vision mit viel Potenzial nach oben, an dieser Stelle gesagt, trotzdem auf einer C, weil halt mir auch so ein bisschen die Identität noch so fehlt, also die klare und aber ich weiß, dass die beiden da hart dran arbeiten und das finde ich halt safe, die geben sich ja Gas. Umso schöner, weil man weiß, es ist nicht nur hingeklatscht und nur um irgendwas zu machen, sondern die arbeiten. Was ist denn mit AMA Studios? Ich glaube, die sehen das nicht als Modemarke, sondern als Merch. Selbst, die packen ihre Pakete selbst, die haben ein kleines Team, das sind alles Friends and Family, glaube ich. So, du merkst einfach, die geben sich wirklich Mühe und sind da wirklich auf einem guten Weg, wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Nicht, dass es jetzt falsch rüberkommt, wenn man die jetzt mit einem C bewertet, dass man dann irgendwie ein schlechtes Gewissen hat. Aber die, für mich stehen die halt noch recht am Anfang und sind aber auf einem guten Weg. Deswegen sehr schön. Da kann ich dir tatsächlich an der Stelle auch wieder nur beipflichten. Ich sehe aktuell, das habe ich auch in dem Brandcheck gesagt, wahrscheinlich auch relativ viel Potenzial und zum Vergleich zum ersten Job war ja der zweite auf jeden Fall auch wesentlich besser. Auf jeden Fall. Trotzdem fehlt mir da so ein bisschen die Substanz dahinter und das ist irgendwie so das, was halt gerade funktioniert. Finde ich fast ein bisschen, also das klingt jetzt wieder so despektierlich, ist es aber gar nicht gemeint, so ein bisschen lazy. Da würde ich mir mehr wünschen in die Richtung, deswegen Trend Vision bei mir auf jeden Fall auch auf einer C. Dann kommen wir jetzt zu Lowlight Studios. Bis jetzt bin ich nur auf der C
Du hast tatsächlich auch schon... Aber ist doch gut, wenn man sehr kritisch reingeht. Dann ist immer noch Luft nach oben und es geht ja auch darum, dass... wirklich genau zu nehmen, um dann einfach auch eine Motivation zu geben. Einer, der sagt, es ist alles cool, der bringt halt keinem was so. Wisst ihr, was ich meine? Bisschen was auf der, auf ja, der aber B. Das spiegelt sich ja wieder in unseren Bewertungskriterien. Das haben wir immer dann. Lowlight ja Studios. Ja, Lowlight hätte ich wahrscheinlich ganz klar vorm letzten Drop. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass zukünftig sehr in die Richtung Individualität gehen wird und dann wird die Luft halt auch sehr dünn. Noch gesagt, ist für mich ein S. Einfach weil ich sag's ja immer wieder, ich bin wirklich Fan der Brand. Aber dadurch, dass wir beim letzten Mal so ein, zwei Sachen so ein bisschen zu bemängeln hatten, auch zu Recht, also auch ganz sachlich gesehen so, ist halt einfach ein Fakt, ist ja auch unsere Sicht. Bin ich da nicht mehr ganz so krass. Also ich bin natürlich immer noch genau der gleiche Fan wie vorher auch, aber ich finde es einfach, für die S hat dann einfach was gefehlt für mich. Und deswegen, aber trotzdem natürlich muss ich hier kein Geheimnis draus machen, dass ich die Entwicklung unfassbar krass finde, dass die Jungs einen guten Job machen, dass da wirklich viel gearbeitet wird, viel entworfen wird, viele neue Ideen gesammelt werden, sicherlich auch Trends bedient werden, klar, müssen wir uns drüber reden, aber man merkt, dass sich Gedanken gemacht wird und versucht wird, Neues zu kreieren oder zumindest was noch nie so da gewesen ist in dem deutschen Kosmos und ich merke schon, du drängelst. Also für mich muss ich wirklich sagen, Lowlights ein A. Ist für dich eine Art hier. Einfach weil die Entwicklung, ich bin von Kollektion zu Kollektion mehr Fan geworden. Die gibt es auch schon relativ, also um einiges länger, glaube ich, so 3-4 Jahre oder so, kann das sein? Und das ist genau mein Scheiß vom Style her. Und wenn da diese kleinen Sachen noch ausgemerzt werden, ist das bei mir irgendwann noch eine S. Muss ich sagen, bin ich tatsächlich auch einfach bei dir. Coole Sneaks in dem Colorway sehr nice. Finde ich auch, wenn ich jetzt bei der letzten Kollektion wieder so ein bisschen, okay, weiß ich nicht, finde ich, ist es hier auch eine Art hier, meiner Meinung nach. Also setze ich hier auch direkt schon mal mit rein. Ja? Der Schnauzbart gibt eine A. Also. Der Schnauzbart gibt eine A, der kritische. Ja, aber auch einfach, weil ich da das Gefühl habe, das sind runde Kollektionen. Die haben im Vergleich zu vielen anderen Marken tatsächlich eine eigene Sprache, wo man das Gefühl hat, okay, das ist Lowlights, die bedienen sich schon auch noch irgendwo an Trends, aber setzen die so auf ihre eigene Art und Weise um. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr stabiler Job, der da gemacht wird. Besser könnte man es nicht ausdrücken. Und das ist ja das, was muss ich jetzt hier wirklich nochmal positiv hervorheben, auch im Vergleich, warum dann auch hier viele Marken dann auf einer C gelandet sind. Jetzt explizit zum Beispiel in Trend Vision, was denen halt fehlt. Und ich meine, die hatten auch erst zwei Drops. Da kann man jetzt irgendwie auch sagen, das ist eine Sache, die sich entwickelt. Aber war jetzt auch im zweiten Drop nicht absehbar. Eben diese eigene Designsprache, die in Lowlights auch hat. Also eben so diesen Wiedererkennungswert mit den Pockets, diesen leichten Techie-Ansatz, dass dann nochmal so andere Fabrics verwendet werden und so, dass das jetzt manchmal auf Kosten der Qualität geschieht, ist natürlich ärgerlich. Mein Gott, so ist es Leben. Aber rein aus so einem Potenzial Sichtweise finde ich das auf jeden Fall extrem. So, können wir mal so ein Phrasenschwein hier eigentlich hinstellen, bitte? Für mich in oder Zukunft? Was? Nein, nicht nur für dich, auch für mich. Ich meine, ich hau ja auch irgendwie genug Mist, aber ich finde es ganz witzig. Das könnte man auf jeden Fall mal machen, ja. Aber ja, bei Lowlights kann man nicht klumpen. Kommen wir jetzt zu unserem Platz 1 der Datensätze. Zu Love Scars von Jana Nell. Ah ja, ja, sehr schön. Das ist jetzt das Letzte und dann sind wir auch durch für heute. Auch wenn es in der Bewertung... Durch für heute? Da kommen doch noch die geraden Zahlen, oder nicht? Ach so! Teil 1 oder was? Mich, also für uns, oder beziehungsweise in unserer Brandcheck-Bewertung die beste Brand war, würde ich sie jetzt trotzdem auch nicht auf ein S setzen, tatsächlich. Oh. Weil auch da muss ich wieder sagen, es ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise repräsentativ, dass man darüber urteilen kann. Aber im nächsten Video gibt es dann Teil 2, okay. Fehlt da einfach noch. Also mir fehlen da, keine Ahnung, bestimmt mindestens noch 2, 3, 4 Kollektionen, dass ich... Brauchen wir uns da gar nicht mal anschauen. Sind eh schon im ersten drin. Sagen kann, okay, das heißt, zeichnet sich da was ab. Du hast jetzt ein Gefühl dafür bekommen, in welche Richtung es gehen kann bei Love Scars. Kann aber auch sein, dass die nächste Kollektion komplett anders ist. Mhm. Jetzt war natürlich auch noch das Thema, okay, Findungsphase. Wir bedienen uns an verschiedenen Trends, aber haben auch noch mal so eine gewisse eigene Note drin. Das, was Jana halt ausmacht, gerade diese Tracksuit-Geschichte. Ich meine, dafür steht die ja auch, dass die so einen Style feiert. All in all bin ich aber wirklich für die erste Kollektion, wie ich es damals schon im Brandcheck gesagt habe, super happy damit. Qualität hat gestimmt, Fits haben gestimmt. Deswegen sehe ich tatsächlich Love Scars auf einer B. Auf einer B? Ja. Ja, kann ich mich auch da
wieder tatsächlich bei dir anschließen. Auch wenn die im Brandcheck die beste Wertung bekommen hat, ist es ja auch so, dass das wirklich so sehr... Momentaufnahme. Willi Winz und Max einfach Moustache gehen. Ja, safe. Wobei, ich muss eh schon wieder rasieren da auf der Seite. Nicht nur eine Momentaufnahme, sondern ja auch losgelöst von... Den letzten Kollektionen und irgendwie so diesem großen Ganzen und dass sie da so gute Punkte bekommen hat, ist definitiv gerechtfertigt für den ersten Drop, aber genau das, was du gesagt hast, das ist halt noch nicht so richtig absehbar, in welche Richtung das geht. Nach einem Drop kann man hier nicht von einer A-Tier oder einer S-Tier reden, finde ich. Auf keinen Fall. Da ist einfach auch das Potenzial, dass das noch nach hinten losgeht. Kann ja sein, dass jetzt nur noch richtiger Schnulli kommt und dann wäre das natürlich irgendwie ganz ärgerlich. Kann sein, dass es mega geil wird, wissen wir alles noch nicht. Ja. Aber für die erste Kollektion schon sehr stabil. Aber die hat sich auch ewig lange mit Mode beschäftigt, so ein bisschen. Das war immer ihr Content, also von dem her. Hat auch, glaube ich, ganz gute Leute im Team, also von dem her. Ehre, wem Ehre gebührt. So rein vom Gefühl her würde ich jetzt hier auf jeden Fall auch mit der B gehen. Okay, und das heißt, wir sind jetzt durch? Das heißt, wir sind jetzt durch mit Part 1, haben jetzt hier ein bisschen gequatscht. Und im nächsten Video, was kommt, sehen wir dann Part 2 mit ADR, Peso, 6PM, Ola Kala und Madison Clothing. Da erweitern wir die Tierliste sozusagen einfach nur. Danke, ja. Frage beantwortet. Frage beantwortet. Aber nicht vergessen, auch wenn es jetzt erstmal Part 1 ist, ihr könnt jetzt gerne auch schon mal in die Kommentare schreiben, ob ihr unsere Bewertung nachvollziehen könnt, ob ihr sie genauso bewerten würdet, ob ihr sie genauso setzen würdet, die Tierliste, oder ob ihr was anderes machen würdet. Und auf jeden Fall zu Teil 2 einschalten, dann wird es nämlich richtig spannend. Und da sind wir, glaube ich, jetzt schon richtig nervös, oder? Also mein Herz klopft wie wild. Ich bin auch wirklich völlig fertig. Ich muss jetzt auch erstmal eine kleine Pause machen und mir vielleicht im Konsum nochmal ein Schleckermäulchen holen. Oh ja. Schleckermäulchen, warum sagst du eigentlich? Sagst du mit Absicht Schleckermäulchen? Nee, heißt es Leckermäulchen? Nee, das ist einfach ein Sprachfehler, den ich habe und Unwissenheit vor allem. Ich hoffe, vielleicht sitzt ja irgendein talentierter Cutter da draußen und kann mal so ein Best of Leckermäulchen und Vincent zusammenschneiden in unseren Videos. Das wäre voll schön. Ja, Shoutouts Poletenpeter an der Stelle nochmal, der lässt es ja nicht. Ja, das habe ich schon gesehen, sehr, sehr lustig. Nicht aus, uns immer zu Meme zu machen. Folgt mal alle Proletenpeter, weil der hat es verdient. Der Dude macht sich nämlich hier eine kranke Arbeit irgendwie. Sehr funny. Unser Fabian hat mittlerweile schon aufgegeben, habe ich so das Gefühl. Unseren Content auch mit den MEM-Memes aufzuarbeiten und lustig darzustellen. Und wenn man sich das so anguckt, merkt man erstmal, was man manchmal wirklich für Mist von sich gibt. Aber umso schöner, umso amüsanter. Ich glaube, ihr feiert es auch. Shoutout an den Boy. Genau, und ich würde sagen, wir sind durch. Perfekt, cooles Video. Ich bin gespannt auf Teil 2.